Hola Leute, willkommen zu einer neuen Trailer-Reaktion hier auf meinem Kanal. Heute nicht zu einem Superhelden- oder Comicfilm oder irgendwas, sondern zu Dune. Und ja, warum und wieso erkläre ich nach der Reaction. Meine Schwester hat mir gesagt, ich rede viel zu viel, bevor die Reaction losgeht. Deswegen, let's go. Ich bin so hyped. Ich bin so hyped. Der alte Dune-Film war eine absolute Katastrophe. Aber sehr unterhaltsam und diese Welt ist so faszinierend. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Also, wir haben hier Denis Villeneuve als Regisseur. Do you often dream things that happen? Blade Runner, just zum Beispiel, 2049. Yes. Sicario, Prisoners. Arrival. Also nur Top Film. Simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? Pain. Ah, it's auch im alten Film, ne, glaube ich. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule. Das gab's auch im alten Film, nur in Scheiße. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. Oh, hey, der Cast. You lose that one too. Diese Schauspieler, Oscar Isaac, Timothy. Ja, mein Boy. Arrakis is a death trap. Whoa. Batista auch wieder dabei, okay. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Jason Momoa natürlich auch dabei. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg. To escape. What will you do? Tja, der Paul. Astridis, ne? Soweit ich weiß. Hey, wie groß das alles ist, oder? One day, oh, das war. The legend will be born. All of civilization depends on it. The future. I can see it. Hey. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Kommen jetzt die Würmer oder was? Go, go, go! Oh mein Gott! Wow, Alter, wie groß einfach! Rest in peace, ey. Oh, er kommt. Wow, wie groß und wie. Ja, ich erkläre. Ey, schönes Logo auch übrigens. Hier muss ich mal kurz stoppen. Ey, was ist das für ein Cast, bitte? Wir haben Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, auch richtig gut. Oscar Isaac, Josh Brolin, Skarsgård, Dave Bautista, ja, nice. Jason Momoa, Javier Bardem ist auch noch dabei. Hammer! Ey, das Ding ist wirklich, also, so, ich kann ja jetzt ein bisschen reden, die Leute, die nur die Reaction sehen wollen, die können jetzt wieder gehen, wenn sie wollen. Ich wollte so ein bisschen erzählen, wie ich so zu Dune stehe, damit ihr auch ein bisschen Bescheid wisst. Also erstens, eigentlich passt es hier nicht zu dem Kanal hier, es ist ja ein reiner Comic-Kanal, aber es gibt Comics zu Dune und ich habe den neuesten, der jetzt in einem Monat ungefähr rauskommen wird, den habe ich vorbestellt und werde ich auf dem Kanal natürlich auch euch vorstellen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Comic-Background. Und wenn man noch ein bisschen ausholen will, das Original-Dune-Projekt, da gibt es eine sehr schöne Doku auf YouTube von Arte, ist sie, soweit ich weiß. Da geht es um Jodorowskis Dune. Jodorowsky? Jodorowsky. Also so hieß der Regisseur, der eben damals dieses Projekt gemacht hat. Und der hat zusammen mit Möbius gearbeitet, ein sehr, sehr bekannter Comiczeichner. Und der hat die Storyboards und so Concept Art und so gemacht. Und diese Storyboards sind basically Comics, weil die so krass gut gemalt sind. Also so viel zu meiner Verteidigung. Es gibt schon da ein bisschen was zu den Comics. Ja, und also wie gesagt, schaut euch echt diese Doku an. Die ist super interessant, dieses Projekt, was nie stattgefunden hat, von eben Jodorowsky. Und dann gab es einen Dune-Film vor sehr, sehr langer Zeit von David Lynch.
Und den habe ich mir vor, schon ein bisschen länger her, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, zum ersten Mal angeschaut. Und wirklich, Leute, ihr könnt euch den anschauen. Der ist super unterhaltsam. Ich habe das mit einem Kumpel gemacht. Wir haben richtig gelacht. Aber der Film ist an sich eine Katastrophe. David Lynch schämt sich dafür. Er ist einfach richtig schlimm, was da gemacht wurde. Also aus der Ursprungsidee von Jodorowsky wurde einfach so ein Quatsch gemacht. Und diesen Kampf, den wir da am Anfang sehen, wo die so, ja, wie so ein Schutzschild um ihren Körper haben, den gibt's auch im alten Dune. Und schaut euch mal an, wie das da, so sieht das, ey, Alter, wie das aussieht. Einfach so ein Minecraft-Männchen, ey. Das war der Hammer. Aber, ja, also ich glaube, Denis Villeneuve, der hier der Regisseur ist, der kann es nur besser machen. Also, David Lynch hatte da auch keine gute Position bei dem Ganzen, dem will ich jetzt auch gar nicht die Schuld geben. Aber das war ein ganz, ganz schlimmer Film und Denis Villeneuve, wie gesagt, Prisoners war, glaube ich, so mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe. So gut, also heftiger Film, schaut man sich auch kein zweites Mal an eigentlich. Und Sicario auch sehr, sehr heftig. Also heftig im Sinne von brutal und bitterböse und richtig, richtig traurig und spannend. Also richtig unangenehme Filme, aber sehr, sehr gut. Arrival hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. War mir ein bisschen zu kalt alles. Und Blade Runner fand ich wieder stark. Also Blade Runner 2049 war sehr, sehr stark. Und da ist Dave Bautista auch dabei. Der ist jetzt hier auch wieder dabei. Ist ganz witzig eigentlich. Wobei ich den alten Blade Runner immer noch besser finde. Hatte nie wieder Nerf. Ist ein hervorragender Regisseur. Und die Bilder hier teilweise, ne? Also wir reden hier schon von Star Wars Dimensionen. Und Star Wars hat sich sehr viel von Dune kopiert. Gibt es auch viele Beweise für. Also schön, das Ganze jetzt hier auch mal zu sehen. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass hier doch die Story erzählt wird, die auch im alten Dune-Film erzählt wird. Ich sehe hier ganz viele Ähnlichkeiten, ne, die Würmer, natürlich die Dune-Würmer, diese Kämpfe da mit diesen Schildanzügen und so. Also das ist schon so wie beim alten Film. Ich bin super neugierig, kann jetzt aber nicht so viel zu sagen. Ich habe die Bücher nie gelesen, hatte ich mal vor, aber habe ich noch nicht geschafft. Und deswegen würde ich nur an euch sagen, schaut euch mal den alten Dune-Film an. Einfach, wenn ihr Bock habt, schaut euch den an. Ihr werdet euch kaputt lachen, aber ihr werdet gleichzeitig super gehypt auf diesen Film. Weil die Welt, die hier kreiert wird, ist mega interessant. Es ist eine unfassbar schöne Sci-Fi-Welt mit ganz vielen spannenden Charakteren. Also, riesiges Universum, gibt es auch viele Bücher zu. Und richtig, richtig toll von dem, was mir Freunde erzählt haben, die Bücher schon gelesen haben. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, ja. So viel dazu, Leute. Das war meine Reaktion zu Dune. Zum Cast, ne, muss man nichts weiter sagen. Das Budget sieht auch unfassbar hoch aus. Also, was man vielleicht, wenn man ein bisschen was kritisieren will, ist, dass es, finde ich, sehr kalt, also es sieht sehr reduziert aus. Dieses ganz alte Dune-Projekt war ja komplett abgefahren und eine verrückte Sci-Fi-Welt. Das hier sieht schon sehr geerdet aus, bisschen realistischer. Kann man davon halten, was man will. Ich bin es eigentlich einfach immer noch hyped und ich will den Film sehen. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, glaube ich, ne? Kommt der nicht noch dieses Jahr? Der kommt noch dieses Jahr, oder nicht? November 2020 habe ich hier stehen, 18. November. Mal schauen, ob das eingehalten wird. Also den will ich nicht da im Sinne, den muss man im Kino sehen. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.